ist so schön. Endlich Wiesn, wir sind mittendrin. Ja, absolut. Endlich ist die Theresienwiese mal voll mit Wiesnbesuchern. Endlich schönes Wetter. Genau, und wir sind super gut drauf und haben uns deswegen was überlegt. Genau, was denn, lieber Tom? Also ich finde, heute zum Wiesnstart, zum Anstich, hat ja wieder Alpenflüstern für dich natürlich ein ganz, ganz tolles Collier bereitgestellt und das können wir verlosen. Ja, mein wunderschönes Kropfband wird verlost, einfach nur, weil wir gute Laune haben. Diesmal keine Frage. Sondern einfach nur teilen, teilen, teilen. Wer teilt, nimmt teil. Ja, deswegen viel Glück. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Bei mir stehen Kathi und Resa. Und woher kommt ihr? Eichstätt. Ja, von Ingolstadt, also nicht mal weit weg. Okay, und was bewegt euch direkt am ersten Samstag loszuziehen? Ja, der erste Samstag, Wiesnanstich, bester Tag eigentlich. Seid ihr jedes Jahr da? Ja, natürlich, jedes Jahr, jedes Wochenende. Also immer wenn es die Zeit zulässt, sind wir auf der Wiesn natürlich. Jetzt habe ich gesehen, ihr beiden habt Lederhosen an. Ja. Wieso? Ja, Dirndl immer ist halt auch langweilig. Ich habe zwar noch andere Dirndl daheim, aber ich wollte halt meine Lederhosen mal wieder anziehen. Und bei dir? Und der Zug ist immer so voll und dann am Boden zum Hocken und dann ein Dirndl anzuhaben, ist eventuell unvorteilhaft, deswegen Lederhosen heute. Ist das dein erstes Mal auf der Wiesn? Na. Na, wie oft bist du denn schon da? Ich war letztes Jahr da und ich bin dieses Jahr da. Okay. Aber ich bin ursprünglich Münchnerin, also war ich davor immer da. Jetzt seid ihr ja zu dritt auf der Wiesn, gell? Wie ist denn hier euer Wiesnritual? Wie ging es denn los heute Morgen? Erzählt doch mal. Um 6 Uhr aufgestanden und dann mit dem Bus hierher gefahren, weil wir sind von den Schützenverein, aha, Rohrbach. Okay. Aber wie lange seid ihr da gefahren? 3/4 Stunde ungefähr. Oh ja, das geht ja noch, gell? Ja. Ja. Und dann, wie schaut es denn aus? Ja, dann sind wir in Schützenzelt, haben geschossen. Okay. Und jetzt schauen wir ein bisschen über die Wiesn, ja, und dann... Wie lange habt ihr denn heute gebraucht, um mal festzustellen oder für euch einfach mal zu setzen? Ja, sag mal, also hier für euer Dirndl, wie lange braucht ihr dafür, um euch da aufzuhübschen? Nicht lang, Dirndl anziehen, fertig. Und fertig. Aber macht man sich denn als Mädel nicht so Gedanken? Ja, also wenn man da so als Mann zu Hause sitzt, dann denkt man sich mal, mein Gott, da ist ja wieder eine Diskussion, welches Dirndl, welche Bluse etc. pp. Ja, ist das bei euch nicht so? Bei euch geht ja das relativ schnell. Das ist bei uns überhaupt nicht. Ja. Also... In den Kleiderschrank, Dirndl raus, fertig. Und was ist? Beim Dirndl kannst du nicht viel verkehrt machen. Absolut, beim Dirndl kannst du nicht viel verkehrt machen. Ja. Absolut. Sag's mal, was ist denn euer Lieblingszelt? Lieblingszelt haben wir nicht. Wie gesagt, wir sind im Schützenzelt, weil wir im Schützenverein sind, waren beim Schießen und... Erster Wiesn-Samstag. Wieso dieser Wahnsinn heute schon? Tja, ich warte schon das ganze Jahr drauf und dann muss ich natürlich heute gehen. Ne? Weil jetzt nach der Wiesn ist vor der Wiesn. Genau, richtig. Okay. Magst du uns ein bisschen was zu deiner Tracht erzählen? Ist das was Originales oder... Was bedeutet das? Auch nicht. Also, ob das original ist, weiß ich. Also, ich habe das gekauft im Schustermann. Weiß ich nicht, ob man das so sagt. Doch, doch. Ja, ja, sag dir was, ja. Ich habe es einfach gekauft, weil es mir gefallen hat und weil es gut aussah, dachte ich. Ist dir dann irgendwas wichtig gewesen? Also, sollte das einfach richtig schön traditionell ausschauen oder war das gar nicht so wichtig? Doch, eigentlich schon. Traditionell muss schon aussehen. Gerade als echter Münchner, da muss man schon schauen, dass man nicht wie ein Kasperl daherkommt. Ja, genau. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt am Hauptbahnhof was für 20 Euro kaufen, das muss nicht sein. Was ist denn so dein absolutes Wiesnmoden-No-Go? Hast du schon irgendwas gesehen, wo du dir gedacht hast, alter Schwede, das darf überhaupt nicht wahr sein? Zu Lederhosen Chucks tragen und Frauen in Lederhosen. Finde ich auch nicht so gut. Nicht? Nee. Okay. Ich habe heute zum Glück noch keine gesehen. Echt? Nee. Ich aber schon. Und dann meistens du hast auch echt Glück gehabt. Okay, und was für Dirndl findest du gut? So eine Waschdirndl, also so die traditionellere. Auch die ganz traditionellen, genau, alles klar. Was ist dein Wiesnritual? Das würde mich noch interessieren. Mein Wiesnritual? Ja. Ein Hindel essen und... Wie viele Mast trinken? Wenn es gut geht, 5. Herrlich, dann wünsche ich ganz viel Spaß. Dankeschön. Euch auch. Haut rein, welches Zelt wird's? Schützenfest. Na, gute Wahl. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe mein Dirndl zum ersten Mal gekauft. Vor 10 Minuten gekauft? Ja. Was war der eigentliche Plan? Ich bin krank eigentlich mit Stiefel und langer Hose, ja. Stiefel und langer Hose. Ja, aber sag mal, wie kann man denn so spontan auf die Wiesn gehen? Was hat euch dazu bewegt? Spontan, ich bin krank geworden. Ach so. Ja. Und deswegen hast du gesagt, jetzt kaufe ich noch mal ein Dirndl und gehe dann auf die Wiesn. Sonst falle ich zu sehr auf, das mag ich nicht. Das ist nicht so gut. Nee. Okay, was ist jetzt noch geplant? Für jeder, der jetzt, weißt du, für jeder Mann, der zu Hause jetzt zuschaut und sich denkt, wo gehe ich in welches Zelt? In welches Zelt geht man denn hier? Käfer? Und wo noch? Ich weiß es nicht, ich kenne mich doch gar nicht aus.